Willkommen zurück zu Peltotui! Okay, wir betreten jetzt die fünfte Welt. Das ist das Dino-Reich oder wie auch immer. Der Pterodactylus-Land, das war der korrekte Name. Wir haben ja schon einen kurzen Einblick gehabt im letzten Part und hier haben auch einen Teleporter, den wir aktivieren sollten. Ansonsten gucke ich mich mal um und überlege, was es hier zu tun gibt oder gab oder je nachdem. Auf jeden Fall legst du dich erstmal auf die Matte. Ja, es gibt 1000 Millionen Eingänge in dieser Höhle in der Mitte. Boah, da fragte mich Sachen, wie es hier vonstatten gehen soll. Es gibt verschiedene Stämme von den Urzeitmenschen. Ich glaube, 3 an der Zahl. Das war aber nicht nett. Wow, hält's aber. Nee, doch. Hält's doch nicht lange durch. Wie ihr meinen Eiern seht, habe ich die Cheats von Cheeto benutzt. Das heißt Eggs and Feeders, die er mir gegeben hat, weil ich schon so viele Cheeto-Seiten habe. Oh, jetzt komme ich dran, komm. Ach, verdammt! Weil ich doch schon so viele Cheeto-Seiten habe, Freunde. Hatte mir 2 Cheats gegeben. Feeders und Eggs. Jetzt bin ich dran gekommen, endlich, nach all den Jahren. So, Moment, mal überlegen. Das bewirkt halt nur, dass ich mehr Federn tragen kann. Und mehr. Ey, die Federn verliere ich sogar im Wasser, wenn ich diesen Move mache. So. Es hat geklappt. Der Jinjo ist mir. Das ist nicht dein Bier. Immerhin, das haben wir schon. Na gut, wir müssen uns einfach mal in die Höhle stürzen. Um mal zu gucken, wo wir da rauskommen. Das war ein ziemlich komplizierter Trakt. Ja, 2 orangene Jinjos. Astrein. Damit hätten wir die ganze Farbe komplett. Alle 2. So, da ist, Mamba. Aber noch sollen wir nicht dahin. Und bei mir ruckelt es eigentlich wie sauer. Warum denn nicht? Wir drehen einfach mal eine Runde. Na, hier war auch nichts besonders Tolles, oder? Ist da ein Move? Nee, das ist ein Schalter. Mal gucken, was es mit dem auf sich hatte. Was, ein Bahnhofschalter? Hier? Ja, dann ist es okay. Dann finde ich den Schalter doch gut. Ja, okay, komm. Bahnhof offen. So, Leute, bei mir ruckelt's stark. Jetzt hat was sich getan. Jetzt ruckelt's nicht mehr. Toll. Cool, ich wollte einen Cut machen. Hat sich das erübrigt. Hier können wir, sind wir nicht schwer genug. Und dann gelangen wir hier wieder an den Ausgang. Wir sind quasi einmal um den Höhlentrakt rumgelaufen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Woraus besteht der Sinn? Vielleicht wäre es toll, erstmal die neuen Moves zu lernen, aber wo sind sie? Hier irgendwo in der Nähe war was. Da sind Trennplatten, ja, und... Jamjas, wo steckst du? Wenn wir dich mal brauchen. Hier oben. Hier sind lauter kleine Löchelchen. Die sind von Bedeutung. Na gut. Kümmern wir uns mal drum. Wir brauchen hier diese Zeitbombeneier. Diese Bombeneier. Achtung. Hab ich euch ja gezeigt. Jetzt können wir in die Löcherei. Und die führen uns immer irgendwo anders hin. Die erste zum Beispiel einfach nur nach unten. Bringt uns nichts. Also gehen wir weiter ins nächste. Und irgendwann kommen wir dann bei einem Goodie raus. Oh, das ist ein Fake. Das ist ein Fake. Das dritte Loch. Aha. Bringt uns auch nichts. Zeit. Deine Zeit läuft ab, Freundchen. Okay. Komm, die Nummer 4 kriegst du noch. Wo führt es dich hin? Ah, zu einem Felsnusskerl. Der ist hier nur... Ja, wie soll ich sagen? Ihr seht's selber, oder? Ah, nicht fair. Finde ein Loch in Rüstung. Andere nicht so einfach. Hier immer noch 4 von uns übrig. So, 3,
4. Das fünfte Loch fehlt noch. Da war auch was zu haben. Also ich meine, es gab zwei Goodies. Dann halt unten. Wo fängt's an? Da nicht. Nicht, dass wir jetzt hochkommen. Wahrscheinlich, ne? Hey, Jinjo! Der dritte braune von 4. Das war doch ein Erfolg. Ich glaube, das war auch schon alles, was es hier gibt. Gucken wir einfach mal. Da war der Felsnusskerl. Jinjo. Oh, wir sind schon kaputt. Schade. Aber das dürfte alles gewesen sein, was es hier gibt. So, Yamyas, komm. Mach keine Faxen, hier bist du doch irgendwo. Da oben oder da so. Ne, da oben. Haha, jetzt weiß ich wieder. Aber die Noten, die möchte ich gerne mitnehmen. Was bringst du uns diesmal bei? Warum komme ich da nicht hin? Okay, gut. Ich hatte schon befürchtet. Ich glaube, ich weiß was. Eine Theorie habe ich. Tröten. Sprungschuhe. Hohe Kanten und Klippen bisher unerreicht mit diesem Sprung. Nimmst du sie leicht? Der Ort zum Sprengen, den wähle gut. Nur ein Hüpfer möglich, drum sei auf der Hut. Das ist dann alles. Weggetreten. Wo sind denn die Hopserschen? Damit können wir dann übrigens auch endlich in der Klunkerluftmine das letzte Puzzleteil holen. Was ist mit dir los? Du nicht, kann's passieren. Keiner kommt in Ugel-Bugel-Höhle. Sie schlecht sein. Wie kommt das? Wir Ungabunga wollen ganz Teredaktyrs Land beherrschen. Ugel-Bugel wollen teilen. Sie schlecht. Oh ja. Fragt sich, wer der intelligentere Part ist. Oh Gott, was suche ich jetzt hier? Na gut, wenn wir schon mal hier oben sind, bleiben wir auch hier oben. Gucken uns das mal an. Path to Nest. Nein. Wow. Cool, ich hab die Schuhe. Ich kann's euch mal zeigen. Yay. So. Es wird das geheime Lithosinosaurier. Seit Link wird das Puzzle 3 sein. Boah, das ist total unübersichtlich. Ah. Du nie bekommen Buslo von Felsenstamm. Wir haben starke Rüstung. Ja, ja, ist klar, ich weiß doch. So, oh Mann! Das muss nicht sein. Wir haben doch schon einen von euch besiegt, Mann. Idioten. Ja, die Übersicht leidet stark. Ich gehe einfach mal hier in den ersten Bereich. Ja, das war eingezäunt, okay. Im Berg! Erzähl mir keinen Stoß hier. What the fuck? Ach so, hier sind wir. Ja, ja, dann müssen wir wieder so ein... Ja. Es ist halt so. Wieder einen Arsch wegpusten. Das war knapp. Igitt. Man sieht sogar Details. Oh, alles voll daneben gegangen. Aber immer noch 3 von uns übrig. Konnten auch in den Wasserfall. Irgendwie. Können hier hochklettern. Können hier hochklettern, aber das hat, glaube ich, keinen Sinn gemacht. Ich glaube, andersrum war es besser. Mit der Strömung. Anstatt gegen die Strömung. Flusspassage. Gut, wir können uns auch so umgucken. Kein Problem. Honigwabe. Damit hätten wir schon beide. Oder beziehungsweise, wenn es nur 2 gibt, dann gibt es halt nur 2. Dann haben wir schon beide. Achso, halb so schlimm mit dem Fluss. Halb so schlimm mit der Strömung hier. Hier gab es einen Move drinne, das weiß ich. Unten sind Zitterale. Unten scheinen vor allen Dingen Goodies zu sein. Noten oder so. Das werden wir uns nochmal genauer angucken. Aber zuerst gucke ich mal, was hier ist. Was?
es ist aufregend in den Ugel und Ugelhöhlen. Toll. Oh Gott, wo geht's denn hier noch lang? Da waren Trennplatten, Mann. Wozu? Da ist ein Move. Das ist mysteriös. Wahrscheinlich nur einer der beiden. Und wahrscheinlich nur Banjo, aber ich gehe halt erstmal hin. Banjo! Vergiss es, Herumtreiber, das kannst du auch ohne die Flohtüte lernen! Hey, du Frecher! Und jump. Nochmal zurück. Jetzt will ich aber da unten gucken. Das sind tatsächlich Noten, Alter. Ich will doch nichts vergessen! Her mit dem Zeug. Haufen Moneten. Also es sind keine Moneten. Das ist ja gar kein Geld. Keine Währung, nix. Okay, das war's. Ja, seht ihr, die sind nicht so profitgeil wie Mario. So, dafür ist die Trennplatte auch hier. Banjo, go alone! Nur noch die Hälfte der Energie. So hoch kommt er gar nicht. Und wie soll ich die Typen jetzt besiegen? Ja, so ziemlich gar nicht, ne? Jetzt komme ich nicht hoch genug, um mich hier festzuhalten. Oh Mann, ey. Ich kann die doch nicht besiegen. Womit? Aber das kann ich doch an der Dings nicht machen, wenn ich mich hier festklammer. Hallo? Ja, so geht's. Aber ich find's nicht gut. Nee, nee. Also, viel Aufwand um nichts. Taxitasche! Ohne Kiste ist dein Rucksack jetzt leer. Zu wissen, wie man ihn füllt, ganz nützlich wäre. Heb große Dinge vom Boden auf, verstau sie hurtig und mit ihnen lauf. Das ist alles. Weggetreten. Ja, aber wie? Der hat mir keine Steuerung gesagt. Mit der Taxitasche kann Banjo Figuren und große Dinge herumtragen. Halte Z gedrückt und drücke dann C links. Aha. Okay, ja gut. Komm, einsäckeln, einsäckeln. Das ist der neue Move. Wir holen erstmal Kesui wieder ab und schwimmen dann weiter gegen den Strom. Brauchen wir den Move überhaupt hier? Ich glaube schon. Aber vor allen Dingen brauchen wir ihn für den fetten Boggy-Sohn im Hex-Hex-Park. Oh, da ist der Ausgang. Jetzt frage ich mich, wo das hier ist. Ach du Scheiße, ist ja weit weg. Ziemlich weit oben. Irgendwie war da auch irgendwas. Irgendwie war da irgendwas. Hier ist nämlich ein kleines Mäuseloch. Und das ist ein Unga Bunga. Dem wollen wir jetzt wieder den Arsch wegpusten. Ja, sorry. Ist halt eine der Aufgaben. Du bist auch eine hohle Tasse, ehrlich. Oh! Alles voll daneben gegangen, schon wieder. Aber immer noch zwei von uns übrig. Die machen wir auch schon noch kalt. Haben wir hier unten irgendwas? Sieht nicht so aus. Stelle ich mich hier hin?
Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part und ciao.